Kinderarbeit gibt es in der ganzen Welt. Die Zahl steigt, wird auf über 250 Millionen geschätzt. Eine Folge der ansteigenden Armut in allen Kontinenten. Allein in indischen Steinbrüchen arbeiten mehr als 100.000 Kinder. Zum Teil gemeinsam mit ihren Eltern, die auf den geringen Lohn ihrer Kinder angewiesen sind. Doch die Arbeit bringt die Kinder um ihre Kindheit, um bessere Lebenschancen, weil sie keine Schule besuchen, und oft auch um ihre Gesundheit. Im Süden von Indien. Ein Berg wird abgetragen. Ein Berg aus hartem Granit. Der Stein ist ein begehrtes Baumaterial. Der riesige Steinbruch lässt die Menschen klein wie Ameisen erscheinen. Die weiße Fläche reflektiert, die erbarmungslos gleißende Sonne blendet die Augen. Kein Dach, kein Baum oder Strauch spendet Schatten. Hitze wie in einem Backofen treibt den Schweiß aus den Poren. Das Rattern von Pressluftbohrern und die Schläge der Hämmer sind eine ständige Last für die Ohren. Der riesige Steinbruch ist einer von mehreren rund um das Dorf Vidyanagar, eine Autostunde südlich von Bangalore. Während die Männer mit Hammer und Meißel große Platten aus dem Gestein hauen, zerkleinern die Frauen mit einem Hammer Granitbrocken und beladen damit die wartenden LKWs. Eine der Frauen hat ihre drei kleinen Kinder zur Arbeit mitgebracht und sie in den Schatten des schmalen Steinvorsprungs gesetzt, so dass sie die Kleinen ständig in ihrem Blickfeld hat. Die Familie arbeitet erst seit kurzem im Steinbruch. Ihren bisherigen Wohnort verließen sie aus Not, weil sie dort keine Arbeit fanden und kein eigenes Land besaßen. Auch im Umkreis der Steinbrüche von Vidyanagar ist das landwirtschaftlich nutzbare Land im Besitz von wenigen. Die meisten Anwohner haben nicht einmal ein Stück Feld, um einen kleinen Teil ihrer Nahrung durch Erträge aus eigenem Anbau erwirtschaften zu können. Sie haben kaum eine andere Wahl, als die schwere und gering bezahlte Arbeit in den Steinbrüchen. Der Mutter war es nicht bekannt, dass es in der Nähe eine Kinderkrippe für die Kleinen gibt. Sie erfährt es erst im Gespräch mit der jungen Frau im hellen beigen Sari, der indischen Ordensschwester Roshni. Die Schwester, eine ausgebildete Sozialarbeiterin, sucht in Abständen immer wieder das Gespräch, vor allem mit den Frauen im Steinbruch. Seit 5 Jahren arbeitet sie in Vidyanagar. Sie kennt die Probleme der Menschen hier. Nicht zuletzt ist es eine Folge ihres Engagements, dass sich die Steinbrüche hier von vielen anderen in Südindien unterscheiden. Hier arbeiten keine Kinder, die jünger als 16 Jahre alt sind. Doch bei Nachfragen sind die Altersangaben von arbeitenden Kindern oft unwahr, um der gesetzlichen Vorschrift zu entsprechen. Sobald Schwester Roshni Kinder im Steinbruch sieht, auch wenn sie wie hier nur im Schatten liegen, versucht sie mit den Eltern zu sprechen, deren Probleme zu erfahren, um gemeinsam zum Wohl der Kinder nach Lösungen zu suchen. Die Aufforderung auf einem der Lastwagen, arbeite hart, sei glücklich, wird wohl kaum das gewünschte Wohlbefinden auslösen. Kinderarbeit unter 16 Jahren ist in Indien offiziell verboten.
Dennoch wird die Zahl der arbeitenden Kinder auf etwa 40 bis 70 Millionen geschätzt. Die hohe Zahl erklärt sich auch dadurch, dass viele Kinder auf dem Land mit ihren Eltern auf deren Feldern arbeiten. Noch schwerwiegender in ihren Auswirkungen auf das Leben der Kinder als die Feldarbeit in der eigenen Familie ist die Lohnarbeit von Kindern in vielen anderen Bereichen. Sie schleppen Kohle, knüpfen Teppiche, verarbeiten Baumwolle, knacken im Akkord Cashewnüsse und tragen schwere Lasten in Ziegelbrennereien. Eine der schlimmsten Tätigkeiten für die Kinder ist die Arbeit in Steinbrüchen. Ihr hat Schwester Roschny im Umkreis von Vidyanagar den Kampf angesagt. Kämpfen heißt für sie, sich intensiv für eine Bewusstseinsveränderung bei den Menschen einzusetzen. In vielen Begegnungen versucht sie den Menschen klarzumachen, wie schlimm die Folgen der Kinderarbeit und die Auswirkungen des Fernbleibens der Kinder von der Schule auf die Zukunft der Kinder sind. Der Einsatz der Ordensfrau ist erfolgreich, bringt Veränderungen. Die Menschen haben Vertrauen zu ihr, suchen das Gespräch. Dass hier jemand engagiert und uneigennützig an ihrem Leben Anteil nimmt, ist für sie eine völlig neue Erfahrung. Unter den schwierigsten Bedingungen leben die Wanderarbeiterfamilien mit ihren vielen Kindern. Sie wohnen in Schilfhütten, solange sie Arbeit haben. Wenn sie die verlieren, sind sie gezwungen, weiterzuziehen, um woanders Arbeit zu finden. Für die Kinder eine hoffnungslose Situation. Eine Schule können sie nie besuchen. Schwester Roschny ist die Ansprechpartnerin für die Sorgen der Menschen. Bei ihren Gängen durch die Wohngebiete von Vidyanagar wird sie oft auch von einer Mitschwester begleitet, die eine Ausbildung in der Krankenpflege hat. Den Schwestern der Gemeinschaft steht es frei, den indischen Sari oder das traditionelle weiße Ordensgewand zu tragen. Soweit wie möglich versucht die Krankenschwester den Kindern, Frauen und Männern ambulant zu helfen. Der bescheidene Verdienst durch die Arbeit im Steinbruch sichert den Menschen gerade mal das Lebensnotwendigste, wenn keine zusätzlichen überraschenden Belastungen kommen. Einen Arztbesuch kann kaum jemand bezahlen. Noch weniger die meist teuren Medikamente. Die Ernährung ist bescheiden, besteht meist aus Reis und Bohnen mit wenig Zutaten. Der Mangel macht sich vor allem bei Kindern bemerkbar. Viele leiden unter Ekzemen. Wasser ist rar, es muss vom Brunnen geholt werden. Um gegen Krankheiten vorzubeugen, müssen die Wasserversorgung und damit auch die Hygienebereiche verbessert werden. Durch gemeinsame Überlegungen sollen die Bewohner aktiviert werden, Aufgaben in Eigeninitiative zu übernehmen. In den 6 Jahren, seit Schwester Roschny in Vidyanagar arbeitet, hat sich viel verändert. Als sie kam, gab es noch keine Häuser, nur Hütten, keine Schule für die Kinder und keinerlei Bildungsmöglichkeiten für die Frauen.
Zu ihrer Arbeit im Steinbruch nahmen die Eltern auch die kleinsten Kinder mit. Immer wieder besuchte die Schwester die Familien, versuchte mit ihnen gemeinsam die Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebenssituation herauszufinden. Die Zahl der kranken Kinder war groß. Die schwer Erkrankten brachte sie ins Hospital. Schwester Roschny war es schon bald klar, dass die Gespräche mit den Menschen allein nicht genügen, um Veränderungen zu bewirken. Konkretere Hilfsangebote für die Mütter und die Kinder waren dazu notwendig. Unterstützt von ihrer Ordensgemeinschaft aus Deutschland eröffnete sie ein Zentrum zur Weiterbildung von Frauen, eine Tageskrippe für die Kleinsten und eine Vorschule für die etwas größeren Kinder. Gelegentlich bieten sich junge Frauen aus Deutschland, die als Rucksacktouristinnen durch Indien reisen und Erfahrungen mit Land und Leuten suchen, zeitweilig als Helferinnen im Zentrum an. Die engagierten Freiwilligen sind sehr schnell motiviert durch die Kinder, die mit spontaner Freude auf die Zuwendung reagieren. Für die Einrichtung und die Betreuerinnen sind die Volontärinnen eine wertvolle Hilfe, auch weil sie ihre eigenen Erfahrungen aus Deutschland als Anregungen einbringen. Es ist ein Geben und Empfangen. Denn auch für die freiwilligen Helferinnen ist die Begegnung mit den Menschen im Zentrum ein wertvolles Erlebnis und eine wichtige Erweiterung ihrer Lebenserfahrung. In der Vorschule versuchen junge Schwestern aus der Gemeinschaft, die Kleinen auf den Besuch der Grundschule vorzubereiten. Die zwei Klassen hier sind sehr klein. Es ist eine große Bestätigung, dass 70 Kinder aus dieser Vorschule inzwischen in eine entferntere staatliche Schule gehen. Kinder, die sonst wahrscheinlich nie eine Schule besucht hätten. In den staatlichen Grundschulen werden jedoch oft bis zu 60 Kinder in einer Klasse von einem Lehrer unterrichtet. Die persönliche Aufmerksamkeit und Förderung, die sie im Zentrum erfahren, finden sie beim Wechsel in eine staatliche Schule nicht mehr. Um die Chancen für die Kinder zu verstärken und damit es auf dem begonnenen Weg von der Vorschule zur Grundschule keinen Bruch gibt, hat Schwester Roschny auf einem Gelände, dem Zentrum gegenüber, unterstützt aus Deutschland mit dem Bau einer Grundschule begonnen. Hier soll die Förderung
kontinuierlich fortgesetzt werden. Damit die Frauen, wenn sie Kleider für die Kinder und für sich selbst brauchen, Geld sparen können, werden ihnen im Zentrum Nähkurse angeboten. Eine Fachkraft vermittelt ihnen die notwendigen Kenntnisse. Mit der erlernten Fähigkeit ist es den Frauen dann vielleicht sogar möglich, durch den Verkauf von selbstgenähten Kleidern etwas Geld zusätzlich zu verdienen. Um die Talente und die Aktivität der Frauen zu fördern und auch um den Fatalismus zu bekämpfen, der vor allem das Leben der Ärmeren beeinträchtigt, werden den Frauen im Zentrum kontinuierlich Kurse zur Weiterbildung angeboten, die gut besucht werden. Die Themen werden mit eingeladenen Referentinnen und Referenten abgesprochen und sind orientiert an den Lebenssituationen der Frauen. Das Bildungsprogramm soll das Basiswissen der Frauen zum Thema Familie, Gesundheit, Ernährung und Hygiene erweitern. Gebet und Meditation im Kreis der Mitschwestern im Mutterhaus der Gemeinschaft in Bangalore. Für Schwester Roshni ist ihr Glaube ihre Mitte. Er gibt ihr immer wieder die Kraft, sich den schweren Aufgaben zu stellen. Ihr Dasein für Gott versteht Schwester Roshni als eine Entscheidung, ihr Leben in den Dienst für die Armen zu stellen. Sie lebt damit nicht allein. Fast 200 indische Frauen haben sich, wie sie, auch für diesen Lebensweg entschieden. Sie realisieren dies heute in der Kranken- und Altenpflege, in der Arbeit mit Leprakranken. Sie helfen Kindern aus benachteiligten Familien, durch Bildung zu besseren Lebenschancen zu kommen und versuchen, auf dem Land lebende Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Die Schwestern sind Teil der Gemeinschaft geworden, die vor etwa 150 Jahren Katharina Kasper, eine engagierte, tiefreligiöse Frau aus dem Westerwald in Dernbach, als Antwort auf die sozialen Herausforderungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Schon bald folgten damals mehrere tausend Frauen diesem Ruf und stellten sich in den Dienst am notleidenden Menschen. Heute sind es Frauen aus Indien, Kenia, Nigeria, Brasilien und Mexiko, die diesen Dienst für Gott und die Menschen zu ihrer Lebensaufgabe machen. Wenn Schwester Roshni vom Besuch im Mutterhaus der Gemeinschaft in Bangalore nach Vidyanagar zurückfährt, hat sie nicht nur ihr Moped aufgetankt, sie fährt auch zurück mit neuer innerer Energie für ihr Engagement.